Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Vorlesung Biologische Psychologie. Wir haben im ersten Teil kennengelernt, wie unser Zentralnervensystem eigentlich aufgebaut ist, aus welchen Schichten beispielsweise unser Neokortex besteht, wie dieser Neokortex auch geschützt wird vor äußeren Umwelteinflüssen und wie er mit Nährstoffen versorgt wird. Jetzt wollen wir mal eingehen auf die einzelnen funktionellen Unterteilungen, die wir hier in unserem zentralen Nervensystem vornehmen können. Schauen wir uns erstmal die ganz grobe Struktur unseres zentralen Nervensystems an. Fangen wir unten an. Da haben wir zuerst mal unser Rückenmark, also Rückenmark, die Verbindung hier zu unserem Körper. Dieses Rückenmark wird dann Teil des Gehirns, da gibt es keine genaue Definition, wo das eigentlich genau ineinander übergeht. Das nennt man dann die sogenannte Medulla oblongata, also das verlängerte Rückenmark. Oberhalb dieser Medulla oblongata haben wir dann unser sogenanntes Rautenhirn, das dann sowohl Kleinhirn als auch die Brücke, die Pons, umfasst. Dann drüber haben wir unser Mittelhirn, wo wir dann Tectum, Tegmentum und die Crura Cerebri, also das Dach und die Hirnschenkel haben. Und dann ganz am Ende haben wir unser Vorderhirn, unser Endhirn mit Zwischenhirnbereichen, das Endhirn, unseren Neokortex, der dann eben ganz relevant für unsere tatsächliche Informationsverarbeitung wird. Und jetzt wollen wir mal diese einzelnen Strukturen im Detail genauer kennenlernen. Fangen wir wieder unten an. Haben wir eben hier am Übergang zwischen Rückenmark und Hirnstamm unsere Medulla oblongata. Diese Medulla oblongata, die ist eigentlich keine einheitliche Struktur, sondern in dieser Medulla oblongata, da finden wir ganz unterschiedliche Kerngebiete, die alle eine eigene Funktion erfüllen. Da haben wir eben beispielsweise die Olivenkerne, da haben wir eben, die ganz relevant sind für auch Herzmuskelsteuerungen. Da haben wir den Tractus solitarii und auch hier die sogenannte retikuläre Formation. Die werden wir dann gleich noch genauer kennenlernen, aber hier eben das Zentrale an dieser Medulla oblongata ist, dass sie eben hier aus ganz unterschiedlichen kleinen Bereichen besteht, die alle eine eigene Funktion erfüllen. Dieses verlängerte Rückenmark, diese Medulla oblongata, die ist also relevant für die Informationsleitung, vor allem hier für die Informationsleitung aus unserer Motorik, also der Willkürmotorik, auch für die Steuerung von vegetativen Funktionen, also beispielsweise Herzschlag, Atmung, all das wird hier gesteuert. Auch relevant hier eben die Regulation von Schlaf-Wachrhythmen, also diese ganzen vegetativen Funktionen, die werden hier auf Ebene dieses verlängerten Rückenmarks gesteuert. Ganz wichtig, bei Verletzungen von diesem verlängerten Rückenmark kann es eben dann zu Einschränkungen genau dieser vegetativen Funktionen kommen. Also beispielsweise Schwindel, Übelkeit, Erbrechen können eben Symptome sein von Verletzungen hier auf Ebene von diesem verlängerten Rückenmark. Bei Läsionen, also bei Durchtrennung, werden dann tatsächlich auch Atemfunktionen gestört. Also da funktioniert die Steuerung unseres Herz-Kreislauf-Systems nicht mehr vollständig. Einen Schritt weiter oben finden wir dann hier unsere Brücke, den sogenannten Pons. Auch hier diese Brücke wiederum, genau wie das verlängerte Rückenmark, besteht aus ganz vielen unterschiedlichen funktionellen Einheiten und ist auch wieder hier für diese Informationsweiterleitung sowohl vom Großhirn ans Rückenmark, aber auch andersrum vom Rückenmark ans Großhirn und auch ans Kleinhirn zentral beteiligt. Diese Brücke ist außerdem relevant für die Verbindung der beiden Kleinhirnhemisphären. Unser Kleinhirn, das hier hinten am Hinterkopf anliegt, das besteht auch aus zwei Hemisphären und diese beiden Hemisphären, die müssen miteinander verbunden werden und dafür ist diese Brücke ganz relevant. Außerdem diese Brücke relevant für die Verbindung zwischen Großhirn und Rückenmark. Und hier finden wir dann tatsächlich auch ganz viele Hirnnervenkerne. Diese Hirnnervenkerne, das sind Nerven, mit denen wir beispielsweise unseren Kopf und unseren Rumpfbereich versorgen. Also da haben wir beispielsweise den
die Nerven, die hier unser Gesicht, unsere Zunge, unseren Kiefer versorgen. Zu den Hirnnervenkernen zählen aber auch beispielsweise Nervenkerne, die unsere sensorischen Informationen weiterleiten. Das heißt, hier Störungen auf Ebene des Pons, die zeigen sich dann tatsächlich auch vor allem in Wahrnehmungsstörungen. Also hier werden dann vor allem finden wir dann vor allem Einschränkungen in der Verarbeitung oder Wahrnehmung von äußeren Informationen, aber eben auch Störungen in der Weiterleitung von Bewegungsinformationen. Jetzt hatte ich es gerade eben schon erwähnt, hier hinten dran an unserem Gehirn hängt dann unser Kleinhirn. Und dieses Kleinhirn besteht genauso wie die Großhirnrinde aus zwei Hemisphären, die ist also auch paarig angeordnet, links, linke und rechte Hemisphäre, die auch wieder hier, genau wie unser Großhirn, die linke und die rechte Hemisphäre unseres Körpers versorgen. Wir haben hier eine Lateralisierung, dass die linke Hälfte, die linke Hemisphäre des Kleinhirns die rechte Seite unseres Körpers versorgt und die rechte Hemisphäre unseres Kleinhirns die linke Hemisphäre, die linke Seite unseres Körpers versorgt. In diesem Kleinhirn, da finden wir eine ganz besondere Klasse von Pyramidenzellen, die sogenannten Purkinje-Zellen. Und auch wieder hier aus der Struktur dieser Nervenzellen können wir etwas über die Funktion dieser Nervenzellen ableiten. Diese Purkinje-Zellen, die zeichnen sich durch einen unglaublich stark verzweigten Dendritenbaum aus. Das heißt, hier werden ganz viele Informationen miteinander vernetzt. Hier werden also viele Informationen miteinander integriert und dann verschaltet. Heißt hier, das Kleinhirn ist sehr stark an der Koordination, an der Verschaltung von Informationen beteiligt, nämlich hier an der Koordination und Verschaltung von Informationen, die unsere Bewegung betreffen. Hier werden die Informationen, die wir von unserem Bewegungsapparat zurückbekommen, mit Informationen, die wir an unseren Bewegungsapparat aussenden, verschaltet und abgeglichen, um hier so eine Feinsteuerung in unserem Bewegungssystem vorzunehmen. Unser Cerebellum, das Kleinhirn, ist also beteiligt an der motorischen Feinabstimmung und auch ganz wichtig am motorischen Lernen, am sogenannten impliziten Lernen von Bewegungsmustern. Also wenn Sie beispielsweise ein Instrument lernen, wenn Sie also beispielsweise lernen, Klavier zu spielen, dann lernen Sie am Anfang, okay, ich spiele nach meinen Noten, ich drücke also je nach Information eine ganz bestimmte Klaviertaste. Und wenn Sie das ganz, ganz häufig machen, dann lernen Sie die Abfolge von diesen Bewegungen. Und diese Abfolgen von diesen Bewegungsmustern, die werden hier beispielsweise an Lernen von diesen Bewegungsmustern, da ist beispielsweise unser Kleinhirn, unser Cerebellum ganz stark dran beteiligt. Das bedeutet, selbst wenn Sie eine Amnesie für explizite, deklarative Gedächtnisinhalte haben, also wenn Sie sich nicht an Ereignisse oder Gegebenheiten oder Fakten erinnern können, dann können Sie trotzdem noch implizit lernen, können also trotzdem überüben, neue Gedächtnisinhalte generieren. Also das zeigt mir schon, dass ganz unterschiedliche Funktionen, auch unterschiedliche kognitive Funktionen mit unterschiedlichen Hirnbereichen, Hirnarealen assoziiert sind. Gehen wir einen Schritt weiter, dann haben wir hier unseren Hirnstamm. Unser Hirnstamm umfasst eben unsere Medulla oblongata, unsere Pons, unsere Brücke und dann hier das Mittelhirn. Und hier in diesem Hirnstamm, da finden wir eine ganz bestimmte Struktur, die sogenannte Formatio reticularis. Diese Formatio reticularis wiederum ist auch so eine Ansammlung von Kerngebieten, die eine einheitliche Funktion erfüllen. Diese Kerngebiete ziehen sich eben hier von der Medulla oblongata über den Pons bis zum Mittelhirn und die ist ganz zentral beteiligt an der Integration von unterschiedlichen Informationen, nämlich den Informationen, die wir aus unserer Peripherie aufnehmen und Informationen, die aus unserem zentralen Nervensystem generiert wird. Also diese Information wird hier integriert und diese Formatio reticularis ist eben auch ganz stark beteiligt am Aufrechterhalten von vegetativen Funktionen. Diese Formatio reticularis,
Hier im Schaubild ist die gelb eingezeichnet. Die besteht wiederum aus unterschiedlichen Kerngebieten. Ich hatte es gerade eben schon erwähnt. Da haben wir eben zum Beispiel die sogenannten Raphe-Kerne, wir haben den Nucleus coeruleus und wir haben das sogenannte aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem. Diese Formatio reticularis, die ist die Verbindung eben zwischen unserem Hirnstamm, zwischen unserem Rückenmark und unserem Neokortex. Und hier, diese unterschiedlichen Kerne haben dann eben unterschiedliche Funktionen für die Steuerung unseres Neokortex. Wir haben ja vor 2 Wochen schon kennengelernt, wo die unterschiedlichen Neuromodulatoren in unserem Nervensystem gebildet werden. Erinnern Sie sich nochmal dran, wo wird denn hier Noradrenalin, wo wird Dopamin, wo wird Serotonin und wo wird Acetylcholin produziert? Wo haben wir hier diese produzierenden Kerngebiete und wo ziehen denn hier die Axone hin? Und da sehen Sie eben hier diese produzierenden Kerne, die finden wir ganz stark hier in dieser Formatio reticularis. Beispielsweise hier die Raphe-Kerne, die produzieren Serotonin, sind also an der Versorgung unseres Neokortex mit Serotonin beteiligt. Die sind auch ganz stark beteiligt an der Weiterleitung und Modulation von Schmerzwahrnehmung und an der Steuerung unseres Schlaf-Wach-Rhythmus. Daneben haben wir unseren Nucleus coeruleus, der eben Noradrenalin produziert. Sie erinnern sich nochmal, Noradrenalin kann ja sowohl in unserem peripheren Nervensystem wie ein Hormon wirken und in unserem zentralen Nervensystem wie ein Neurotransmitter oder Neuromodulator wirken. Und hier eben das Noradrenalin für unser zentrales Nervensystem wird eben gebildet im Nucleus coeruleus. Die dritte Struktur, die wir hier haben, ist das sogenannte aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem, das hier vor allem für die Integration und Weiterleitung von Informationen aus unserem zentralen Nervensystem und unserem peripheren Nervensystem wichtig ist. Hierfür haben wir eine Integration eben von aufsteigenden und absteigenden, von afferenten und efferenten Informationen. Und dieses aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem, das sendet jetzt eben hier aktivierende Impulse sowohl an unseren Thalamus als auch unseren Neokortex an die Großhirnrinde. Und ganz wichtig hier, dieses aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem, ARAS abgekürzt, das wirkt hier auch schon tatsächlich als Informationsfilter. Also nur Informationen, die ein starkes Eingangssignal besitzt, wird hier dann hier in diesem aufsteigenden retikulären System tatsächlich auch wirklich weitergeleitet. Alle Informationen, die kein starkes Eingangssignal besitzt, wird hier schon gefiltert. Einen Schritt weiter haben wir dann unser Mittelhirn. Das ist jetzt hier auf der Abbildung so ein bisschen komisch zu sehen. Wir schauen jetzt gerade quasi von hinten auf unseren Hirnstamm und auf unser Mittelhirn drauf. Dieses sogenannte Mesencephalon besteht auch wieder aus 3 Unterstrukturen. Da haben wir einmal das Tectum, das Tegmentum und die sogenannten Crura Cerebri. In diesem Tectum, da finden wir auch wiederum einzelne Kerngebiete, nämlich einmal die Colliculi superioris und die Colliculi inferioris. Die Colliculi superioris, die sind ganz zentral für die Koordination von Augenbewegungen und vor allem auch für die Koordination von auditorischer und visueller Information. Da gibt es den sogenannten Augenbewegungsreflex. Wenn die beispielsweise ein lautes Geräusch hören, dann bewegen sich ihre Augen automatisch in Richtung dieses lauten Geräusches. Und das ist eine Koordination zwischen auditorischer und visueller Information, die erfolgt nicht unter Steuerung unserer kortikalen Areale, sondern die erfolgt hier unter einer Verschaltung von Neuronen aus dem auditorischen und visuellen System hier in den Colliculi superioris. Dazu haben wir noch die Colliculi inferioris und diese Colliculi inferioris, die sind relevant für die Verschaltung von linkem und rechtem Innenohr. Also hier haben wir eine Informationskreuzung, hier werden also die Informationen aus beiden Ohren miteinander verschaltet und da ist eben hier, sind diese Colliculi inferioris ganz relevant. Außerdem haben wir eben noch
unser Tegmentum, das eben auch wieder für ganz relevant ist für die Bewegung, für die Augenbewegungssteuerung, für die Schmerzwahrnehmung und hier eben auch wieder ein Kerngebiet, das Dopamin produziert. Also hier diese Bereiche wiederum, die unser Neokortex mit ganz bestimmten Neurotransmittern versorgen. Abgesehen davon haben wir noch die sogenannten Crura Cerebri, die Hirnschenkel, die Teil der efferenten Bahnen sind, also der efferenten motorischen Bahnen, über die wir motorische Informationen aus unserem Großhirn an unsere Peripherie weiterleiten. Ganz viele von diesen Bereichen, von diesen Kerngebieten hier im Mittelhirn werden wir auch noch genauer kennenlernen, wenn wir uns die einzelnen Funktionen unserer Sinnessysteme anschauen. Da haben wir eben beispielsweise hier im Tegmentum die Substantia nigra, die eben Dopamin produziert, die ganz relevant ist für die Steuerung der Basalganglien, die wiederum relevant ist für die Feinsteuerung in unserem Bewegungssystem. Genauso haben wir hier den sogenannten Nucleus ruber. Und dieser Nucleus ruber ist ganz zentral für die Steuerung der Willkürbewegung, also der absteigenden motorischen Information in unserem motorischen System. Auch noch hier eingezeichnet, eine Drüse, die nicht paarig angeordnet, hier mit Pineal Gland bezeichnet. Diese Pineal Gland, das ist die Zirbeldrüse, die man auch Epiphyse nennt. Und diese Epiphyse, die ist eigentlich Teil jetzt nicht mehr des Mittelhirns, sondern des Zwischenhirns. Dieses Zwischenhirn, das sogenannte Diencephalon, die nächsthöhere Struktur, die besteht dann eben aus Thalamus und Metathalamus, dem Epithalamus und der eben genannten Epiphyse, dem Subthalamus und dem Hypothalamus mit der Hypophyse. Hypophyse und Hypothalamus haben wir letzte Woche schon kennengelernt im Hormonsystem. Also Sie sehen schon, hier werden jetzt ganz einzelne Funktionen miteinander verknüpft. Schauen wir uns hier die einzelnen Strukturen genauer an, weil die ganz bestimmte einzelne Funktionen erfüllen. Das erste ist hier unser Thalamus. Unser Thalamus, das ist eine paarig angeordnete Struktur hier eben in der Mitte unseres Gehirns, liegt mehr oder weniger genau in der Mitte unseres Gehirns. Und dieser Thalamus, der ist auch wieder keine einheitliche Struktur, sondern gliedert sich in ganz bestimmte funktionelle Einheiten auf. Wir haben hier im Thalamus ganz spezifische Kerne, die direkte Verbindungen zu neokortikalen Arealen haben, die beispielsweise also die Verbindung zwischen Thalamus und visuellem Kortex, Thalamus und auditorischem Kortex, Thalamus und somatosensorischem Kortex oder Thalamus und motorischem Kortex darstellen. Genauso haben wir hier unspezifische Kerne und diese unspezifischen Kerne sind vor allem relevant für die Kommunikation mit dem Hirnstamm. Und dann haben wir auch Assoziationskerne, die hier Informationen mit dem Neokortex assoziieren, also hier beispielsweise Informationen, die zwischen visuellen Kortex und auditorischem Kortex verschaltet werden, die laufen hier über sogenannte Assoziationskerne. Diese Assoziationskerne sind also beispielsweise ganz stark beteiligt an diesen Feed-Forward- und Feedback-Schleifen, Funktionen, die wir ja ganz am Anfang schon kennengelernt. Ganz wichtig, dieser Thalamus, den nennt man auch Tor zum Bewusstsein, denn alle sensorischen Informationen, die wir aufnehmen, laufen über diesen Thalamus, bis auf einen Sinn, und zwar der Geruchssinn. Der läuft nicht über den Thalamus, ist auch wieder so ein Anzeichen für uns, dass das olfaktorische System ein entwicklungsgeschichtlich sehr altes System ist, denn es muss entstanden sein in der Evolution, bevor der Thalamus ausgebildet wurde. Also ein sehr primitives, ein sehr einfaches System. Dieser Thalamus, der wirkt auch als Informationsfilter, also auch wieder hier nur Information, die ein sehr starkes Eingangssignal besitzt, wird hier im Thalamus tatsächlich weiter verschaltet. Dieser Thalamus, der ist, wie gesagt, keine einheitliche Struktur, sondern das ist eine sehr extrem stark segmentierte Struktur, die sich aus einzelnen Bereichen zusammensetzt. Da haben wir beispielsweise einen anterioren Kern, einen ventrolateralen Kern und den Pulvinarkern, die wiederum sich auch in einzelne funktionelle Einheiten
einteilen, wie beispielsweise den sogenannten lateralen Corpus geniculatum, lateral geniculate nucleus auf Englisch, den Corpus geniculatum laterale, CGL, abgekürzt, der beispielsweise für die Weiterleitung im visuellen System eine ganz zentrale Rolle spielt, oder eben den ventralen lateralen Körper, der ganz relevant ist für die Information, für die Weiterleitung in unserem motorischen System. Sie sehen also hier, dieser Thalamus, der ist schon in ganz einzelne funktionelle Bereiche eingeteilt. Die weiteren Strukturen des Diencephalons, wie Hypothalamus und Hypophyse, die haben wir letzte Woche schon kennengelernt. Gehen wir also einen Schritt weiter zu einer Struktur oberhalb des Diencephalons, unserem Vorderhirn oder Endhirn genannt. Und dieses Vorderhirn und Endhirn besteht wiederum auch aus mehreren einzelnen Strukturen. Da haben wir einmal unseren Neokortex, also die Großhirnrinde, drunter den sogenannten Gyrus cinguli, der so auch eine neokortikale, eine Großhirnstruktur, die sich oberhalb dann von diesem von dieser Verbindung zwischen den Hirnhälften befindet. Hier haben wir eben ganz viele unterschiedliche funktionelle Areale, die wir uns jetzt mal noch im Besonderen ganz genau anschauen wollen. Fangen wir mit der ersten tiefen Hirnstruktur an, die zum Vorderhirn hier gehört, den sogenannten Basalganglien. Diese Basalganglien, das ist keine einheitliche Struktur, sondern auch wiederum ist ein Zusammenschluss von einzelnen Nervenkernen, also von einzelnen Kerngebieten, die allerdings miteinander in Verbindung stehen und eben gemeinsam eine Funktion erfüllen. Deswegen werden die hier als funktionelle Einheit behandelt. Diese Basalganglien, die bestehen hier vor allem eben aus dem Zusammenschluss von unserem ventrolateralen Nukleus unseres Thalamus, den haben wir gerade eben schon kennengelernt, dem sogenannten Striatum aus Nucleus caudatus und Putamen und dann den tieferen Kerngebieten wie dem Globus pallidus, dem subthalamischen Nukleus, also dem Nukleus unterhalb des Thalamus und der sogenannten Substantia nigra. Substantia nigra haben wir ja schon gehört, ist noch tiefer liegend hier im Mittelhirn. Diese Basalganglien, die sind ganz relevant für die Feinabstimmung im Bewegungssystem, im motorischen System. Und zwar hier mit der Kommunikation zwischen unserem motorischen Kortex, im Neokortex, der Großhirnrinde, dem Kleinhirn, das ja für die Bewegungsfeinsteuerung ist, und dann eben der Weiterleitung von Bewegungssequenzen, von Bewegungsinformationen an unsere Muskeln. Störungen hier in den Basalganglien zeigen sich dann beispielsweise in motorischen Einschränkungen, wie wir das beispielsweise bei der Parkinson-Erkrankung kennenlernen. Diese Basalganglien, die sind eben auf eine sehr komplexe Art und Weise miteinander verknüpft. Da haben wir einmal einen direkten Pfad und einen indirekten Pfad. Und ganz generell gesprochen ist dieser direkte Pfad daran beteiligt, in eine erwünschte Bewegung, also eine Bewegung, die ich ausführen möchte, zu initiieren, also hier zu starten, eine Bewegung in Gang zu setzen. Der indirekte Pfad, ein relativ komplexer indirekter Pfad, der ist dann für die Hemmung dieser Bewegung ganz relevant und dieses Zusammenspiel zwischen direktem und indirektem Pfad erlaubt es uns dann, eine Bewegung zu starten und auch wieder zu stoppen, um hier eben eine Feinsteuerung von Bewegungen vorzunehmen. Ganz stark beteiligt an der Funktion dieser Basalganglien ist eben unser Dopamin. Dieses Dopamin, das eben hier in der sogenannten Substantia nigra produziert wird und dann eben hier einen Einfluss auf diese einzelnen Strukturen in diesen Basalganglien ausführt, wie beispielsweise das Striatum, das hier eben hier beispielsweise im Putamen. Dieses Striatum heißt übrigens Striatum, weil es so eine Streifenstruktur hat. Also sieht, wenn man so ein Gehirn aufschneidet, sieht das so gestreift aus. Deswegen heißt das Striatum. Diese Basalganglien, die werden wir noch genauer kennenlernen,
wenn wir uns in der achten Sitzung mit unserem Bewegungsapparat, mit unserem Bewegungssystem beschäftigen. Die nächste Struktur, die hier im Endhirn ganz relevant ist, ist unser Hippocampus. Den Hippocampus, den finden wir an der Innenseite unseres Temporallappens. Temporallappen, dieser seitliche Lappen in unserem Gehirn. Und da an der Innenseite, ganz stark eingefaltet, da finden wir unseren Hippocampus. Und dieser Hippocampus, der ist auch wieder ein entwicklungsgeschichtlich eher altes, eine alte Struktur, denn auch dieser Hippocampus besteht nur aus drei Schichten von Nervenzellen. Und dieser Hippocampus ist ganz zentral für unser Langzeitgedächtnis, und zwar unser deklaratives Langzeitgedächtnis, also unser Langzeitgedächtnis für Daten, Fakten, Erlebnisse. Wir hatten ja Gedächtnis schon kennengelernt im Kontext von unserem Kleinhirn. Das Kleinhirn ist ganz relevant für implizites, für Bewegungslernen, von Bewegungssequenzen. Unser Hippocampus, der ist jetzt ganz relevant für das Lernen von Daten, Fakten, Hintergründen. In diesem Hippocampus, da befindet sich tatsächlich auch der Speicherort für unser sogenanntes Ortsgedächtnis. Das hat man bei Ratten gezeigt, bei Menschen wird es noch vermutet, aber hier haben wir tatsächlich einzelne Zellen, die für einzelne Orte im Raum relevant sind, für die Wahrnehmung von einzelnen Orten im Raum kodieren. Also hier wird in der Feuerrate von Neuronen im Hippocampus eine Information über einen Ort kodiert. Dieser Hippocampus, von dem nimmt man an, dass er ganz relevant ist, eben für das Ortsgedächtnis und für das Kurzzeitgedächtnis, also für das Behalten von Informationen über Stunden oder den Tag hinweg. Also quasi, das ist der Hippocampus, ist die Eingangsstruktur in unser Gedächtnis. Bei Läsionen dieses Hippocampus führt es zu einer sogenannten anterograden Amnesie. Hier können also keine neuen Informationen mehr aufgenommen werden. Da gibt es einen ganz bekannten Patienten, den kennen Sie vielleicht schon, den Patienten HM. Bei diesem Patienten HM, da wurde eben zu einer Behandlung der Epilepsie dieser Hippocampus bilateral auf beiden Seiten entfernt, was ihn dazu geführt hat, dass dieser Patient keine neuen expliziten deklarativen Gedächtnisinhalte mehr bilden konnte. Aber interessanterweise konnte er noch motorische Sequenzen lernen. Also hier auch sehen wir eben diese Trennung von unterschiedlichen Gedächtnissystemen anhand unterschiedlicher anatomischer Struktur. Genauso sehen wir hier Beeinträchtigungen im Hippocampus, beispielsweise bei der Alzheimer-Demenz. Das hatten wir, Alzheimer-Demenz hatten wir schon mal zumindest im Seminar kurz besprochen. Da finden wir einen Abbau von neuronaler Struktur und hier eben vor allem Abbau einer neuronalen Struktur hier im Hippocampus. Und mit diesem Atrophie des Hippocampus kann man eben Symptome der Alzheimer-Demenz wie Gedächtniseinschränkungen erklären. Kommen wir jetzt zum Großhirn, zum Neokortex, also zur Großhirnrinde. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Lappen dieser Großhirnrinde an. Ganz kurz noch ein Einschub. Wir haben hier unterhalb des Neokortex, unterhalb des Großhirns, den sogenannten Gyrus cingulum, dieser Gyrus oder Gyrus cinguli. Dieser Gyrus cinguli, der ist ganz stark beteiligt an der Feinsteuerung oder an der Abstimmung von Erwartungen mit Handlungen, also beispielsweise Fehlerwarnung, Fehlerwahrnehmung, Fehlerkorrektur und dieses Abgrenzen von was habe ich erwartet und was habe ich bekommen. Und genauso ist beispielsweise unser Frontallappen ganz stark daran beteiligt, höhere kognitive Funktionen zu erfüllen. In diesem Frontallappen finden wir den sogenannten präfrontalen Kortex, also die Vorderseite dieses Frontallappens, die eben auch wieder eingeteilt ist in ganz unterschiedliche Unterstrukturen, die aber eben beteiligt ist oder ganz wichtig ist für die Planung, Steuerung und Kontrolle unserer Handlungen und eben im Abgleich mit unserem Gyrus cinguli eben auch beteiligt ist an diesem Abgrenzen von erwartetem Ausgang einer Situation und tatsächlichem Informationsaustausch. Und ist eben ganz stark beteiligt an beispielsweise emotionaler oder Aufmerksamkeitskontrolle. Wir hatten ganz am Anfang kennengelernt, dass
unterschiedliche Bereiche in unserem Gehirn unterschiedlich stark entwickelt werden und zu unterschiedlichen Entwicklungsstufen ausgebildet werden. Und hier beispielsweise dieser Präfrontalkortex, der für diese höheren kognitiven Handlungssteuerungen relevant ist, der wird als letztes myelinisiert, reift also als letztes, so etwa mit Ende der Pubertät. Also erst mit dem Ende der Pubertät ist dieser Kortexbereich, der für Handlungssteuerung und Handlungsinhibition relevant ist, auch tatsächlich ausgebildet. Abgesehen von diesem Präfrontalkortex finden wir im Frontallappen auch noch den motorischen Kortex und den prämotorischen Kortex. Der motorische Kortex, den finden wir hier entlang der Zentralfurche, vor der Zentralfurche. Das ist der primäre motorische Kortex, der ganz relevant ist eben für diese willkürliche Bewegungssteuerung. Den werden wir noch kennenlernen in der 8. Sitzung zum motorischen System. Ganz wichtig, dieser motorische Kortex, der ist sogenannt in einer sogenannten somatotopen Ordnung angeordnet, also gegliedert nach der Körperoberfläche. Da gibt es den sogenannten Homunculus, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, so ein kleines Männchen, das eben anzeigt, angibt, welcher Bereich auf diesem motorischen Kortex für welchen Bereich im Körper relevant ist. Und hier werden eben benachbarte Bereiche des Körpers in benachbarten Arealen lokalisiert. Vor diesem motorischen Kortex haben wir den prämotorischen und den supplementärmotorischen Kortex, die dann eben für höhere Bewegungssteuerungen relevant sind. Also die Bewegungsplanung, die Erstellung von Bewegungsmustern und eben hier auch die Augensteuerung. Wir haben hier also eine funktionelle Hierarchie von unserem Präfrontalkortex, wo wir eben komplexe, abstrakte, kognitive Prozesse ausführen. Dann haben wir unseren prämotorischen und supplementärmotorischen Areal, die dann eben komplexe Handlungsmuster erstellen. Und dann haben wir unseren primären motorischen Kortex, wo dann eben diese komplexen Handlungsmuster in tatsächliche Aktivierung einzelner Körperbereiche umgesetzt werden. Ich habe Ihnen hier mal eben auf ein Beispiel mitgebracht für diesen Homunculus, wo Sie dann eben sehen können, wie unterschiedliche Bereiche in unseres Körpers hier im motorischen und auch im somatosensorischen System repräsentiert sind. Dieses somatosensorische System, das finden wir auf der anderen Seite unserer Zentralfurche. Also anterior, vor der Zentralfurche, finden wir unser motorisches System. Posterior, hinter der Zentralfurche, da finden wir unser somatosensorisches System. Und dieses somatosensorische System, das finden wir hier im Parietallappen, also der Schädellappen, der Scheitellappen. Dieses somatosensorische System teilt sich eben auch wieder auf in primären und sekundären und Assoziationsareale, wobei eben dieser primäre, der S1, der primäre somatosensorische Kortex, relevant ist für die Wahrnehmung unseres Körpers, also der Körperoberfläche, der Gelenke, der Steuerung der Stellung unseres Körpers im Raum. Und auch dieser somatosensorische Kortex ist hier nach einem Homunculus somatotop organisiert. Hinter dem primären somatosensorischen Kortex haben wir den sekundären somatosensorischen Kortex. Da haben wir dann eben höhere Verarbeitung. Da werden eben Informationen aus einzelnen Körperregionen miteinander verknüpft zu einer komplexen, kohärenten Körperwahrnehmung und auch eine Interpretation und Integration dieser Körperwahrnehmung. Und abgesehen davon haben wir eben hier auch noch Assoziationsareale. Und in diesen Assoziationsarealen werden beispielsweise visuelle und somatosensorische, also körperbezogene Informationen miteinander integriert. Wenn wir beispielsweise unsere Hand sehen und die Stellung von unserem Arm im Raum wahrnehmen, dann werden diese beiden Informationen miteinander integriert zu einer kohärenten Wahrnehmung unseres Selbst, unseres Körpers im Raum. Hinter dem Parietallappen finden wir dann eben unseren Okzipitallappen, der dann eben für die visuelle Wahrnehmung relevant ist. Ich hatte es schon gesagt, dieser primäre visuelle Kortex, den hat Corbinian Brodmann schon definiert mit dem Brodmann-Areal 17. Und dieses Brodmann-Areal 17, das wir hier an der Hinterseite des Okzipitallappens haben, das umfasst den primären visuellen Kortex, ist also für diese erste Verschaltung in unserem visuellen System relevant. Wie so ein Ring um diesen primären visuellen Kortex drumherum haben wir dann unseren sekundären visuellen Kortex, den sogenannten
V2 oder die Areas 18 und 19, wo ihr eben hier diese einfache visuelle Information, die wir im primären visuellen Kortex wahrnehmen, also beispielsweise Hell-Dunkel-Unterschiede, einfache Farben, die werden dann im sekundären visuellen Kortex zu komplexen Formen weiterverarbeitet. Und dann läuft die Information aus dem visuellen Kortex in unterschiedlichen Projektionsfasern, dann eben beispielsweise in den Parietallappen, in höher gelegene visuelle Areale, um dann eben hier komplexe Informationen und auch die Verschaltung mit beispielsweise der Körperwahrnehmung vorzunehmen. An der Seite unseres Gehirns haben wir dann unseren Temporallappen. In diesem Temporallappen, da liegen vor allem Areale, die für die auditorische Wahrnehmung relevant sind. Da haben wir beispielsweise unseren primären auditorischen Kortex, A1 bezeichnet, hier in der Area 41 und 42, auch genannt Heschelsche Gyrus. Dieser Heschelsche Gyrus, also diese Heschelsche Wölbung, Gyrus bezeichnet immer eine Wölbung, Sulcus ist immer ein Tal, also diese Furchen, das sind die Sulci, die Wölbungen, das sind die Gyri, hier haben wir eben den Heschelschen Gyrus und dieser Heschelsche Gyrus, der ist der Ort der primären auditorischen Wahrnehmung, also der ersten Verarbeitungsstufe in unserem Hörsystem. Drumherum, um diesen primären auditorischen Kortex, haben wir dann unseren sekundären auditorischen Kortex, der dann für die Interpretation dieser auditorischen Informationen relevant ist, also dann beispielsweise die Sprachextraktion, die Wahrnehmung von Sprache relevant ist. Und dann haben wir eben hier im superioren temporalen Gyrus und im mittleren temporalen Gyrus ganz bestimmte Areale, die dann beispielsweise für die audiovisuelle Integration relevant sind, also beispielsweise für die Sprachwahrnehmung. Also wenn Sie mich jetzt gerade sprechen sehen, dann hören Sie ja meine Stimme und Sie sehen meine Mundbewegung und diese Informationen, die werden hier in diesen Assoziationsarealen integriert. Genauso finden wir eben hier diese Sprachareale, Broca und Wernicke-Areal. Wernicke-Areal, wo dann eben die Sprachwahrnehmung relevant ist und Broca-Areal, das dann für die Sprachproduktion relevant ist. Sie sehen es hier schon, das Broca-Areal, das ist dann an der Grenze zum motorischen Kortex. Hier geht es also um die Sprachproduktion, also um die Artikulation. Wernicke-Areal, das Wahrnehmungsareal, das sind eben eher Teil dieses Assoziationskortex von auditorischer und visueller Information. Zu guter Letzt, wenn wir hier den Temporallappen und den Parietallappen auseinanderziehen, sehen wir dahinter die sogenannte Inselrinde, also einen eingefalteten Teil unseres Neokortex, die sogenannte Insula. Und diese Insula, die ist dann der Ort des olfaktorischen und gustatorischen Systems. Hier finden wir also Geschmacks- und Geruchswahrnehmung. Und diese Insula, die ist auch an der komplexen Informationsverschaltung beteiligt, beispielsweise an der Wahrnehmung von Schmerz, aber auch an bewusstseinsleitenden Funktionen und auch hier so an so ganz basalen Prozessen wie so einer Aufrechterhaltung unseres inneren Milieus, der Homöostase. Das Interessante an dieser Insula ist, dass wir noch gar nicht so richtig wissen, was die eigentlich genau macht. Denn diese Insula, dadurch, dass sie hier so eingefaltet ist, so dahinter, hinter dem Temporallappen sitzt, ist die unglaublich schwer zu messen und unglaublich schwer auch mit beispielsweise Elektroden zu beeinflussen. Also das ist so ein Areal, die Insula, da sind wir noch nicht so ganz sicher, was die eigentlich genau macht. Wir wissen, sie ist beteiligt am olfaktorischen, am gustatorischen, also am Geruchs- und Geschmackssystem und eben auch an der Schmerzwahrnehmung. Aber die wird eben auch durch ganz, ganz viele andere Prozesse mit aktiviert und so diese genaue Funktionseinteilung, die ist hier noch nicht so ganz klar. So, damit haben wir alle unsere Gehirnstrukturen durch. Sie sollten heute also gelernt haben, wie unser Nervensystem aufgebaut ist. Also wie ist was gehört zu unserem zentralen Nervensystem dazu? Aus welchen Schichten ist unser Nervensystem aufgebaut? Und welche Funktion haben diese einzelnen Kerngebiete hier vom Hirnstamm über das Mittelhirn und bis hin eben zum Neokortex? Welche Aufgaben übernehmen denn diese einzelnen Bereiche hier tatsächlich? Sie sollten also hier einen Eindruck der groben funktionellen Gliederung des Nervensystems haben, mit auch einem Eindruck eben von diesen feinen Details, die hier einzelne Kerngebiete, diesen feinen Aufgaben, die hier einzelne Kerngebiete übernehmen können.
Und in den nächsten Sitzungen werden wir uns dann eben genau mit diesen einzelnen sensorischen Systemen auseinandersetzen und uns genau anschauen, wie können wir eigentlich Informationen wahrnehmen, wie können wir Informationen steuern, was machen eigentlich diese einzelnen sensorischen und motorischen Bereiche. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder.